Und deswegen haue ich jetzt diesen Tisch kaputt. Herzlich willkommen zurück bei Zarte. Ich bin Ihr Moderator Patin Matte und zusammen mit mir bekommen Sie heute einen exklusiven Einblick in die Arbeit und das Werk vom Künstler Vincent Myrtilus. Kommen Sie mit mir zusammen auf eine Reise der Ästhetik. Schauen wir doch, ob der Künstler schon da ist. Wir, das Zarte Team, sind gespannt auf das Treffen. Doch der Künstler lässt auf sich warten. Ja. Schönen guten Tag, Herr Myrtilus. Ich bin vom Dokumentationsteam. Herr Matte, ich bin hier für die Besichtigung Ihres Ateliers. Folgen Sie mir. Myrtilus empfängt uns auf mysteriöse Art und Weise und führt uns durch das Gebäude. Keine weiteren Erklärungen, nur Stille, bis wir das Atelier erreichen. Im Atelier angekommen, zeigt uns der Künstler ein bizarres Schauspiel. Seine Kunstwerke sprechen für sich. Verstörend, grotesk und doch fesselnd. Jedes Bild scheint tiefer in die zerrissene Seele des Künstlers blicken zu lassen. Er zündet die Kerzen an und taucht den Raum in flackerndes Licht. Was verbirgt sich bloß hinter seiner skurrilen Fassade? Herr Myrtilus, Sie haben kürzlich die Blaue Mango gewonnen für Ihr letztes Werk. Das hieß, bleib stehen, bleib bloß stehen. Inwiefern hat dieser Preis Ihre Arbeit beeinflusst oder wird er noch Ihre Arbeit beeinflussen? Anstatt direkt zu antworten, beginnt Myrtilus sorgfältig seine Fingernägel zu lackieren. Die Geste ist sowohl ungewöhnlich als auch faszinierend. Nachdem der Künstler den Prozess beendet hat, haken wir weiter nach. Herr Myrtilus, wir haben uns ja nun ausgiebig über Ihre vergangenen Arbeiten unterhalten. Doch ich möchte nun einen Blick mit Ihnen zusammen in die Zukunft werfen und über Ihre zukünftigen Arbeiten sprechen. Und ich sehe, Sie haben hier auf Ihrer Staffelei ein neues Bild vorbereitet. Möchten wir uns vielleicht darüber ein bisschen austauschen? Wie lautet zum Beispiel der Titel von diesem Gemälde? Und deswegen haue ich jetzt diesen Tisch kaputt. Der Titel ist Lauf, lauf, so schnell du kannst.